Der letzte Stuhl ist heiß begehrt, der Saal ist proppevoll. Da kann es eigentlich nur um den Ludwig gehen, den in der Region mittlerweile jeder kennt. Weil der Preis hat mit Sicherheit ein sehr hohes Renommee, wird ja auch sehr gut vermarktet in der Presse. Tolle Veranstaltung. Okay, für diejenigen, die den Ludwig tatsächlich noch nicht kennen, das ist der Mittelstandspreis der IHK Bonn-Rhein-Sieg, mit dem außergewöhnliches Unternehmertum gewürdigt wird. Und das schon zum 6. Mal. Die Resonanz ist überwältigend. Wir haben von Jahr zu Jahr mehr Unternehmen, die sich dafür interessieren, die Lust haben, am Ludwig mitzumachen, die uns auch aktiv anfragen. Insgesamt hatten sich über 30 Unternehmen beworben, 16 sind in die engere Auswahl gekommen und bekommen hier die Chance, sich zu präsentieren. Ich hatte den Preis bei der letzten Nominierungsveranstaltung miterleben dürfen und habe dann zu unserem Team gesagt, boah, das ist super, da steigen wir gerne ein, da machen wir mit. Annähernd alle Branchen sind vertreten, vom Umweltdienstleister über Reiseanbieter bis hin zum produzierenden Gewerbe. Schöne Dinge und nur schöne Dinge, wir sind eine Möbelmanufaktur. Und machen im privaten und gewerblichen Bereich schöne Möbel mit netten, sympathischen Menschen. Unser Unternehmen stellt Umwelttechnik her, speziell Abluftreinigungsanlagen für die verarbeitende Industrie. Neu in diesem Jahr und auf Bundesebene einzigartig ist, dass es einen Ludwig für die Unternehmensnachfolge gibt. Insgesamt sind 3 Unternehmen in dieser Sonderkategorie nominiert. Die Unternehmensnachfolge hat ja für den Nachfolger den Vorteil, dass die relativ lange und oftmals mühsam und steinige Gründungsphase entfällt. Das war hier auch so und der Übergang hat da relativ reibungslos geklappt. Das ist wichtig, denn das Thema Unternehmensnachfolge wird ein entscheidender Faktor für die Zukunft vieler Firmen sein. Wir werden in den nächsten 3 bis 5 Jahren wird es alleine in unserem IHK-Bezirk über 12.000 Unternehmen geben, die zur Unternehmensnachfolge anstehen. Und wir haben einfach die Befürchtung, dass viele von diesen Unternehmen nicht weiter existieren werden. Und dadurch gehen natürlich auch Arbeitsplätze verloren. Ein Garant für Arbeitsplätze ist der Mittelstand der Region mit vielen herausragenden Unternehmen. Die allerbesten werden am 14. Juni mit der feierlichen Vergabe des Ludwig 2018 geehrt.